Es geht wieder einmal ums Thema Verkehr beim Besuch des südböhmischen Kreishauptmanns Martin Kuber im Linzer Landhaus. Ob Straße oder Schiene, die Verbindung zwischen den benachbarten Regionen stockt und das seit 20 Jahren. Der Ausbau der Sumrauer Bahn von Linz nach Budweis im Schienenprogramm von Verkehrsministerin Gewessler kommt er nicht vor. Diese Nachricht ist für mich nicht akzeptabel. So hat sich auch Herr Landeshauptmann in dem Sinne geäußert. Ich möchte sagen, dass bei uns die Vorbereitung eines weiteren Abschnittes zwischen Prag und Budweis vorbereitet wird, wo die Züge dann mit 200 Kilometer Geschwindigkeit fahren. Und wenn diese Strecke fertig ist, wollen wir dann diese Eisenbahnstrecke von Budweis auch Richtung Linz ausbauen, weil wir das als einen Schlüsselverkehrsbau auf der Eisenbahn wahrnehmen. Wir kämpfen drum, wir brauchen das als Verbindung zwischen Tschechien und Österreich und Oberösterreich, aber auch für die Pendlerinnen und Pendler in unserem Land. Besser sieht es bei der Straßenverbindung aus. Tschechien baut bereits an der S10 bis zur Staatsgrenze. In Oberösterreich wurde 2023 mit der Errichtung des Abschnitts Freistadt Nord bis Rheinbach begonnen. Die 7 Kilometer lange Westumfahrung für Rheinbach soll Mitte 2027 fertig sein. Die beiden Regionen verbindet auch eine lange kulturelle Tradition. Anlässlich 30 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs im Vorjahr gab es ein gemeinsames Kunstprojekt. Jetzt haben die Landeshauptmänner Objekte ausgetauscht. Die beiden Werke stehen für Ausstellungen, die wir zunächst in Budweis und jetzt in Linz hatten, wo tschechische und oberösterreichische Künstler miteinander ausgestellt haben. Und je ein Werk davon haben wir sozusagen als Erinnerung. Südböhmen ist eine von 14 Regionen in Tschechien, hat rund 652.000 Einwohner, knapp halb so viel wie Oberösterreich. Die bekanntesten Städte sind Budweis und Krumau. Der gegenseitige Austausch erfolgt nicht nur auf der Basis von Kultur, sondern auch in den weiteren Bereichen. Also beide Regionen sind voneinander abhängig, sei es im Handel, sei es auch im Tourismus. Nach Salzkammergut 2024 ist Budweis Europäische Kulturhauptstadt 2028.